Willkommen zurück bei Sherlock Holmes Chapter 1. Und wir gehen jetzt zum Kunsthändler. War er nicht hier? Was ist denn das? Ah, ne, Kleidungshändler. Ne, ne, ne. Geh zum Kunsthändler. Landscapes and portraits. Find the one that your house is lacking. My goods will brighten up your house. So, wir haben 29. Familiengemälde. Bild eines Jungen. Woher weiß ich denn, dass es meins ist? Eigentlich. Woher weiß ich das? Soll ich jetzt alles einkaufen jetzt oder wie? Von mir aus. Kaufen wir. Enjoy your purchase. Porträt von Violet. Landscapes and portraits. Find the one that your house is. Ich glaube, wir brauchen mehr Geld. Ich glaube, das war noch nicht alles, ne? Oder? Nee, das war nicht alles. Na gut. Hinweis erhalten. Jetzt gehen wir mal dahin. Elfenbeinhaus. Hof des Anwesen. Also hier ist komplett fertig. Da ist grün. Da brauchen wir nichts mehr machen. Elfenbeinhaus. Was war das nochmal? Der Käfig, ne? Genau. Zutritt zur Ausgrabungsstätte. Ja, das schaffen wir ja noch nicht. Bazookologie. Der Trilogie. Was ist denn das hier für ein Zeichen mit den Händen? John möchte dich herausfordern. Ach so. Was müssen wir da machen? John will, dass wir die gesamte Bazookologie, wie auch immer, von Wallace und der Aurum auftreiben. Den ersten Band fand ich in Morgans Zimmer. Den zweiten Band fand ich bei Paul Perks. Okay. Also ein Buch fehlt noch. Na, das kann ja lustig werden. Paul Perks. Gehen wir hier mal nochmal hin. Ins Anwesen. Vielleicht müssen wir nochmal gucken, wo hier noch ein Buch ist. Dann gehen wir doch mal hin. Der da. Was ist das? Was war das denn? So. War das ich? Wo bin ich? Hä? Wo ist denn der Pfeil? Wo ich bin? Ach, hier. Okay. Da ist eine Puppe. Okay, das ist gruselig. Was ist das? Auch ein Anwesen, oder? Oder was ist das hier? Nee. Das sagt ja nichts, was es ist. Komisch. Alte Ruine. Kann man da reingehen? Nö. Neuer Ort. Okay. Na. Nee, da kann man nicht reingehen. Da steht jemand. Alter. Italienischer Sänger ist wasserscheu aufgeschlossen.
In der Ruine? Okay. Das ist ein bisschen strange. So. Da ist das Anwesen, ne? Genau. Da ist es. Dann gehen wir mal rein. Machen wir mal das Teil auf. Und dann gucken wir mal. Wo geht's da hin? Britischer Constable. Okay. Da liegt irgendwas. Achso, zwei. Achso. Der liegt immer da. Unglaublich. Komm da rein. Hog Heaven. Ich will da rein. Hog Heaven. Ja, ist ja gut. Wir gehen wieder rein. Hier ist nichts. Okay. Da ist was. I can always recognize the spirit of a true artist. Tief in meine Seele blicken lassen. So. Ja, wer weiß, ne? Wo das andere Buch sein soll. Oh, da ist was. Abgenutzt Leder, häufig benutzt Blick auf das Gehege. Ja, das stimmt. Haben wir hier noch was, oder? Oh, das haben wir doch schon mal gehabt, oder? Quite the spectrum. From the history of the Roman Empire to conspiracy theories of the French Revolution. From before Mycroft was born. Our family loves to prod at the past. Mother. It's nice to see her young and smiling. Hat man doch schon, oder nicht? Drei von drei, ja. Hat man schon. Das kennen wir doch schon. Da ist auch schon alles. Ein Buch bräuchte ich noch. Aber hier ist keins. Looks eccentric and smells eccentric. Nö, dann ist hier nichts mehr. Dann gehen wir in die andere, ins andere Zimmer. Hier vielleicht was? Nö. Hinweis präsentieren. Pauls Behälter für Pfeilen. Du wirst dich an... Have you seen what your father sent to Paul? This is despicable. My father was never a gentleman, but this crosses the line. I knew that father wasn't fond of Paul, but this... This is just awful. If only he could have seen how good Paul is to me. Oh, war richtig sogar. Okay. I've nothing to say about this. Are you aware that Paul smuggles drugs for a dangerous gang? Mr. Holmes, I've already told you. I call him a pirate in play. He's not an actual pirate. He's a champion and a brave gentleman, not a thug. Let us agree to disagree on that. But don't be surprised if one of his clients knocks on your door. It's chilling to think the monster is free. So, zwei Hinweise aktualisiert. She packed as much as she could carry.
Haben wir hier noch was? Junge britische Lady, trägt nicht gerne Zöpfe, freundlich. Aber ein Buch bräuchte ich noch. Ich habe kein Buch mehr. Egal. Naja, vielleicht müssen wir jetzt mal weitermachen. Hier. Imogen will nicht wahrhaben, dass Miss Perks alias Paul etwas mit Schmuggelei zu tun haben könnte. Drohbrief. Imogen schockiert es zu lesen, auf welche ruppige Weise ihr Vater Miss Perks gedroht hatte. Ich habe den Schlüssel gefunden. Was denn für ein Schlüssel? Wo ist denn hier eigentlich mein Inventar, was ich habe? Achso, das ist der Inventar hier. Ja, schon blöd. Mutterliebe. Suche nach einem Familienfreund. Auf Karte setzen. Ich erinnere mich an einen alten Familienfreund. Ja, wo? Der in einem Haus nahe der griechischen Brücke. Einem gasgefüllten Ballon in seinem Hof. Ja, das hat man ja schon. Das brauchen wir nicht mehr. Nein! Quatsch. Weg damit. Okay. Ich glaube, wir müssen hier die Händler abklappern. Oder hier diese Orte finden. Löwenstatuen. Wo gibt's Löwenstatuen? Da kann ich ja lang suchen. Das ist aber... Puh. Wenn ich das andrücke... Ja, toll. Das... bringt mir auch nicht viel. Bringt mir nichts. Warte mal, da oben. Da ist doch dieses Teil, oder nicht? Das da, oder? Oder das? Oder das? Nee, das da, oder? Eine kurze Brücke. Lange Brücke, kurze Brücke. Das sieht mir sehr verdächtig aus hier. Wir gehen mal da hoch. Ist hier irgendwas? Vielleicht? Nö. Ist es nicht das? Ja, da fehlt aber das Gelände, ne? Nee, das ist auch nicht das. Was ist da oben? Geht's denn dahin? Ah ne, Stonewall. Nee, da will ich nicht hin. Nee, ist auch ein falsches. Ich muss, glaube ich, diese Hinweise finden. Das bringt nichts. Aber es sieht auch so ähnlich aus wieder. So, hier haben wir eine Brücke. Ist hier irgendwas? Was? Betrüger? Ah, nee, Bedürftiger.
Ich habe es Betrüger gelesen. Kurze Brücke, lange Brücke. Kurze Brücke, lange Brücke. Ja gut, das Einzige, was wir jetzt machen können, ist die ganzen Brücken abzuklappern erstmal, ne? Das könnte man mal. Das könnten wir jetzt machen. Machen wir eine Schnellreise. Machen wir jetzt auch. Wir wollen jetzt diese ganzen Hinweise finden hier. Weil sonst raste ich aus. So. Wir klappern jetzt einfach mal die ganzen Brücken ab. So. Haben wir hier was? Bestimmt wieder die falsche Brücke, was? Nein. Ist da was? Nö, hier ist nix. Und da? Ja. Stimmt die falsche, was? Okay, dann gehen wir zur nächsten Brücke. Zur Pilgerbrücke. Zack. Ich glaube, da müssen wir hinlaufen. Das ist blöd. Steffensenbrücke. Torbrücke, Eisenbrücke. Oh Gott, wie viele Brücken gibt es hier? Victoria-Brücke, Rolling Bricks-Brücke. Oh mein Gott. Okay, auf zur nächsten Brücke. Wir klappern jetzt die ganzen Brücken ab, ist mir bewusst jetzt. Ich will das jetzt finden. Wir wollen diese Hinweise ergattern. Vielleicht kriegen wir Geld dafür. Heißt ja so schön, ne? Wer sucht, der findet. No. Hier ist aber auch kein Pavillon. So ein rundes. Ah, sieht nicht so aus. Und so ein Teil unten? Ne. Ist auch nichts. Okay, auch die falsche Brücke. Dann gehen wir zu der Brücke hier. Klappern jetzt einfach mal alle Brücken ab. Irgendwann haben wir die richtigen Brücken. So viele gibt es ja nun auch nicht. Sorry. Weg da. Ich komme. Ich bin im Stress. Na komm, geh runter. Ja, ja. Aber ist cool, dass man hier überall rumlaufen kann, ne? Ist ein Open-World-Spiel. Das finde ich immer am coolsten, sowas. Kann man mal Sachen entdecken. Weg. Ne, die Brücke sieht ja komplett anders aus. Das ist eine Kackbrücke. Nee. Das ist nicht die Brücke. Okay. Nächstes. Gehen wir hier hin. Die Torbrücke. Auch die falsche. Silverton Nord haben wir jetzt. Na dann. Und wehe, die Hinweise stimmen nicht. Da raste ich aus. Oh. Ich glaube, da vorne ist die nächste Brücke. Heute ist mal Brückentag. Das ist eine Brücke hier? Ja. Nee. Die sieht ganz anders aus. Nee. Das ist falsch. Das ist die falsche Brücke.
Dann die Eisenbrücke. Wir müssen wieder zurück. Ist auch nicht die richtige. Meine Güte. Konservenfabrik Finch, okay. Haben wir entdeckt. Das ist auch eine falsche Brücke, das ist sie nicht. Nee, das ist nicht die. Pff. Dann gehen wir zu der da. Rolling Bricks Brücke. Das wäre hier ein Gleis. Meine Güte. Wie groß das ist, ne? Richtige Stadt hier. Garten der Wonne, was? Warum? Nee, hier ist... Hier ist aber auch kein Pavillon. Ich sehe ja nichts. Nee. Das ist auch nicht die. Ich raste aus. Dann gehen wir zur nächsten. Victoria-Brücke. Bald sind wir alle Brücken durch. Wir haben noch nicht eine gefunden. Meine Güte. Na, wo ist die Brücke? Hä? Ach so, da vorne. Da vorne ist die Brücke. Die könnte vielleicht was sein. Ne, hier nicht. Mal da vorne. Nein. Ach, das ist die Brücke schon, oder was? Oh ja. Das ist doch bescheuert. Nee. Da ist nichts. Ist hier ein Pavillon vielleicht irgendwo? Ne. Ist auch irgendwie eine komische Brücke irgendwie. So, zwei Brücken haben wir noch. Dann sind wir durch. Altstadtbrücke. Vielleicht die. Gibt's doch gar nicht. Kurze Brücke. Ja. Wer weiß, ob er die überhaupt meint. Wir halten gleich mal die Augen offen, ob ich hier ein paar Löwen sehen, diese Statue oder diesen Marktplatz da. Man weiß ja nie. Sowas findet man ja immer zufällig eigentlich. Buchhandlung, okay. Die Brücke hier, also. Huch! Mein Gott. Die Brücke hier?
Hä? Ich sehe ja keine. Ich sehe ja kein rundes Ding. Ne. Vergiss es. Sehe ich hier nicht. Hä? Ach, ich bin hier jetzt. Ach so, Malteserbrücke. Ach so. Ich muss zu der anderen gehen. Huch. Pass auf, das ist jetzt die richtige. Das wird jetzt die richtige sein. Beating heart of the old city. Now, I wonder if they still sell that heavenly Turkish delight around the corner. Okay, jetzt sind wir in der Altstadt. Na dann. Muss ich hin? Ich bin schon richtig, ja. Weiterlaufen. Was ist denn jetzt diese Brücke? Hier, oder? Hier ist auch so ein rundes Ding, aber das ist das nicht. Ne. Und wo ist die Brücke jetzt? Ich sehe keine Brücke. Ach da, achso. Das könnte die eine Brücke sein, oder? Warte mal kurz. Das könnte die sein, ne? Ja. Die lange Brücke. Das ist die. Okay, dann machen wir mal das da rein. Dann müssen wir nochmal hingehen. Nochmal richtig hingehen. Kommt man da hin? Oben lang, ne? Genau, hier, ja. Da ist die Brücke, genau. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt sind wir hier. Weiter drüben, ne? Ja, auf welcher Seite ist das jetzt? Links oder rechts? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Da muss irgendwo so ein Baum sein. Da ist doch ein Baum. Da hinten. Da. Das meint dann, oder? Die Ecke hier. Oder nicht? Kommt man da runter? Hier, oder? Ich muss da runter. Da, oder? Die Ecke. Na, jetzt bin ich gespannt. Ha! Da! It was in the very place marked on the treasure map. Sehr gut. Geil. So, eins haben wir. Ja, jetzt ist weg. So, nächstes. Oh Gott. So. Ja, ich weiß nicht, wo ich die anderen Dinger finden soll. Sandige Küste. Oh Gott. Kurze Brücke. Löwenstatue, das kann ja sonst wo sein. Kutsche in meinem Hof. Das haben wir ja letztes Mal schon gesucht, aber das war nicht das. Das war was anderes. Ja, die Frage ist halt, ist das jetzt alles in der Altstadt? Das ist jetzt die Frage. Ich glaub's nicht, dass es alles eine Altstadt ist. Oh mein Gott. Geh mal wieder hoch hier.
Na gut, dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Kleidungshändler, okay. In der nächsten Folge machen wir weiter und dann schauen wir mal, ob wir noch was finden. Was ist denn das hier? St. Peter Kirche. Okay. Ja, ich weiß ja nicht, ob das jetzt alles in der Altstadt ist oder ob das jetzt auf der ganzen Karte verteilt ist. Wenn es nämlich so ist, dann... Halleluja. Dann werden wir es nie finden. Kann ich die ganze Karte da abgehen? So verrückt. Ich sitze hier... morgen noch da. Entweder man findet das, zufällig irgendwann. Oder man muss es wirklich mal richtig suchen, intensiv. Aber intensiv suchen, das ist ein bisschen blöd. Weil wie gesagt, wer weiß, wo es ist. Weil der Ort ist hier riesig. Überhaupt. Das ist ja Wahnsinn. Grand Sarai Ost, okay. Schön für dich. Ich finde das aber trotzdem nicht. Abtei von Corona, okay. Eine Abtei. So, so. Abtei, ist das ein Kloster? Weiß nicht. Gießt jemand seine Blumen? Sehr, sehr schön. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Da oben ist was Rundes. Das ist was Rundes da oben. Stopp, stopp, stopp. Moment. Das will ich jetzt doch wissen. Das ist doch das da, oder? Warte mal. Da oben. Das will ich jetzt wissen. Das schauen wir uns jetzt noch an. Komme ich da hin? Wie kommt man da hin? Irgendwie hinten rum oder was? Ist das überhaupt? Nee, ist ein anderer Pavillon. Nee, ist ein anderer. Der oben rundes Dach. Das hat aber kein rundes Dach. Nee. Auch nicht. Okay, Leute, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal hier bei Sherlock Holmes. Tschüss!